Gewappnet euch, Kreuzfahrer! Heute lassen wir den Himmel auf diese Ungläubigen herabstürzen! Schwerter gegen die Schildemänner! Möge die Kraft des rechtschaffenen Donners diesen Schmutz von der Erde fegen! Hat die komplette Armee den Verstand verloren? Wir segeln geradewegs in den Tod! Wir sind bald am Ufer. Bereite dich auf das Schlimmste vor. Wie kannst du nur immer so ruhig sein? Das nervt! Wieso folge ich dir nochmal? Schicksal. Hört her! Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich zur Festungsmauer vorzustoßen. Geht kein Risiko ein! Wenn ihr den Feind nicht seht, rechnet mit Pfeilen! Es wird Eisen regnen! Und wenn ihr unaufmerksam seid, ist es euer Blut, das vergossen wird! Habe ich mich klar ausgedrückt? Noch eine Sache! Gott ist mein Zeuge! Ich werde jeden Mann persönlich töten, der sich von der Mission entfernt! Keiner plündert! Wir erhalten unsere Belohnung später! Beute wird euch nur behindern und dann werdet ihr sterben. Die Gier wird euer Tod sein. Wenn nicht durch die Hand des Feindes, dann durch meine. Dann halt mich mal auf. Wisset, dass Gott an unserer Seite ist und das Königreich des Himmels jene erwartet, die sich in seinem Namen plagen. Kreuzfahrer! Für meinen Vater. Bereit machen! Brüder! Schnell unter die Schilde oder ihr sterbt! Dein Schild ist dein Leben. Halte es vor dich oder du bist ein toter Mann. Verstanden! Wenn ich Pfeile sehe, spiele ich Schütze. Ach, Diego, du bist der geheime Held. Madre de Dios! Guck mal, bleib stark, wir machen nichts anderes wie die da vorne und trotzdem bin ich noch am Leben und die sind tot. Habt Mut! Wir werden das Ende dieses Tages erleben! Laden die auch mal nach! Wehe, das lohnt sich nicht. Haltet sie zurück! So, da sind wir auch schon vorne. Wir dürfen nicht warten! In deinen Bauch. Das alte Spiel und in deinen Arsch. Ja, aber wir schlachten gerne Christen ab. Ah, oh, wieder so einer, der blocken kann. Da brauche ich doch mal die Macht der Hölle. Und da hinten habe ich auch gleich noch eine Seele geschnetzelt. Wir müssen dieses Falkata hochziehen. Können Sie nicht warten, bis es jemand öffnet? Schön wär's, Spanier. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Wir sollten uns durch das Fischerviertel dort schlagen. Verflucht sei Balduin. Wir könnten dort einige Reichtümer einsacken. Also los, bleib dicht an der Festungsmauer, wenn du nicht gerade durchlöchert werden willst. Reichtümer in einem Fischerdorf, was bist denn du für ein Depp, November? Wir sind sauarm. Da magst du ein paar Lumpen mitnehmen. Hier, friss meinen Morgenstern. Ja, die Gegner werden irgendwie immer nur zäher und dümmer. Na los, fall einfach um, dann haben wir es hinter uns. Boah, der Wirbel des Todes. Komm, ich will dich mal ins Feuer drücken. Komm mal her. Das muss wehtun. Der ist jetzt richtig schön kross und die Flammen sind auch gelöscht mit seinem Gesicht. Na, die Seele hat noch gelebt. Und der Wirbel des Todes.
Weg sind sie. Das Meer wird sich rot färben mit eurem Blut. Nein, das denke ich nicht. Wir bringen uns alle um. Ihr kämpft wie eure Mütter. Meine Mutter ist tot, Mann. Das ist nicht lustig. Für Kroatien. Für Sparta. Stirb. Abschaum aus der Hölle. Sag mal, wer ist denn hier überhaupt noch mein Gegner? Die sehen ja alle gleich aus im Teufelsmodus. Dieser Kreuzzug ist nichts als Heuchelei. Da war wieder der Strudel des Todes. Sterb, Eindringlinge. Autsch. Schön pariert. Wir werden euch alle zerschmettern. Bam. In dein Gesicht. Schon 3 von 6 Seelen. Also, geht doch. Ach ja, Kroatien. Da habe ich mal Urlaub gemacht. Und jetzt räuche ich die Leute aus. Der Papst wird uns exkommunizieren, wenn wir scheitern. Ach was, der Papst. Eingenommen werden. Warum will ich eigentlich gerade die ganze Zeit November schlagen? Redet ein, Genossen. Auf euch wartet nur die Hölle. Ewig das gleiche Spiel. Lebendig kriegt ihr uns nicht. Diese Waffe ist nicht. Los, ich will jemanden ins Feuer drücken. Wir werden die Ungläubigen töten. Komm her. Ja, da habe ich es hingekriegt. Oh ja. Und aus ist es. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Wird sich rot färben mit eurem Blut. Sterbt, ihr Hunde! Was? Was? Wow. Lebe ich noch oder bin ich eben gestorben? Wo ist der Tod? Okay, ich lebe noch. Boah, es war knapp. Den wäre ich fast verreckt. Ich werde das nicht alleine machen, Esteban. Stets zu Diensten. Mit unseren bloßen Händen drücken wir ein Eisentor hoch. Unglaublich. Na los, jetzt mach doch mal. Warum haben wir das nicht gleich vornherein an der Burg gemacht? Ich meine, wenn wir schon so super Gottkräfte haben, hätten wir das doch gleich machen können. Das ergibt mir wieder alles keinen Sinn. Ballisten, brennen wir sie nieder. Ihr Hunde! Boing! Und noch hier so ein cooles Bro-Combo. Ballisten, muy bien, aber wo sind eure Schätze? Ja, wo sind eure Schätze, Mann? Oh, ich war schon wieder fast tot. Ich darf nicht so lange in dem Modus bleiben. Das nehme ich den Rückgratentferner. Deine Mom. Und das nenne ich den Zahnarztbesuch. Eine sehr nützliche Kombo. Zahnarztbesuch des Todes. So, Ballista ist down, aber ich bin ziemlich angekratzt.
war noch eine Kiste. Ach ja. Ist es hier alles schön. Boom, wer hat da so viel... Wow. Ah, Gott, ich werde erschlagen von Fässern und Stühlen und... Weiß der Geier was? Der hat den ganzen Schrott hier hingelegt. Schau, der Mechanismus für das Hallgatter ist am Ende des Befestigungsfalls. Boah, was mache ich denn hier Cooles? Ich glaube, ich habe seine Seele erlöst. So, das Katapult ist down und November hat hier Amigo abgeschlachtet von denen. Da ist noch eins. Keine Chance gegen meine Klinge. So ist der Band November. Und ich verbrenne ihn einfach. Oder drücke ihn in die Mauer. Jetzt stirbt doch endlich, danke. Der Mechanismus. Wir müssen zusammenarbeiten. Teamwork. Müssen fallen. Wer von euch meldet sich freiwillig? Nein, danke. Ich, ja, nee, geht gar nicht. Ihr zwei Feiglinge! Findet einen Weg, dieses Tor zu öffnen! Du hast deinen Mund nicht bewegt. Wie ihr wünscht. Ich bin gleich da, Ombre. Wieso lässt du dir von ihm Befehle zu bellen? Weißt du nicht mehr, wie oft wir ihm einen Dämpfer verpasst haben? Er muss nur einen Befehl geben und seine Getreuen reißen uns in Stücke. Wir haben eben dreimal so viele Männer getötet. Lass uns dieses Tor niederreißen. So, wie planst du das anzustellen? Es ist noch nicht vergessen. Der Flug bietet eine neue Sichtweise. Der Flug ist voll geil. Boah, da ist ja schon vorbei wieder das Level. Ja, okay, das war wieder eine Mission mit unseren beiden absoluten Super-Amigos. Was, nur ein C? Ein C, dabei war ich doch so göttlich. Naja, okay, beim nächsten Kampf, da gebe ich mir mehr Mühe. Also, wir sehen uns in der nächsten Mission.